Moin und willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Kanal Schwungvoll. Ja, und warum der Taycan als Kassenmodell nur mit Heckantrieb nicht für die Tonne ist, darum geht es in diesem Video. Viele haben gefragt, Mensch, stell dein Auto doch mal vor, machen wir jetzt. Und nach 12.000 Kilometer auch mal eben ein bisschen Pro und Contra natürlich. So, erstmal für euch, nur für euch ohne Sonnenbrille, ne? Die Sonne brennt. Ja, warum Taycan, warum RWD? Im Prinzip ist es ganz einfach. Also, Porsche war immer ein Traum und den habe ich mir jetzt erfüllt, ganz einfach. Und dann, ihr wisst es vielleicht, ich fahre extrem viel Langstrecke, Berlin-Bremen, 430 Kilometer eine Strecke. Und ich habe gedacht, maximal Reichweite, große Batterie also, und dann wahrscheinlich den Heckantrieb, der könnte sparsamer sein. Dass es nicht so ist, das finden wir gleich raus, aber das war der Grundgedanke. Ja, und da steht er nun, ne? Im Prinzip ist es ganz einfach, ich habe gesagt, wenn ich einen Taycan fahre, dann möchte ich ihn so gestalten, und das habe ich immer schon gesagt, dass er aussieht wie damals der Mission E. Ja, er hat jetzt natürlich keine Selbstmördertüren hinten, ja. Aber die Felgen waren mir wichtig, die Bremsanlage musste ich dann nehmen. Und sonst habe ich diesen Schwarz-Weiß-Look durchgezogen. Einmal natürlich mit dem Glasdach, aber auch hinten und vorne. Die Einleger hier, die sind alle schwarz gehalten. Der Taycan-Schriftzug ist schwarz gehalten, so dass ich wirklich dieses ganze Konzept schwarz-weiß komplett auf das ganze Fahrzeug übertragen habe. Und auch, das kann ich euch mal eben zeigen, wenn man die Tür aufmacht, hier die Einleger zum Beispiel in weiß mir bestellt habe. Ja, bei einem Porsche ist es natürlich selbstverständlich, die Matrix-LEDs, die müssen natürlich sein, mit dem intelligenten Lichtsystem auch, also Fernlicht über LED gesteuert, war für mich ein Muss, einfach auch, weil ich viel abends unterwegs bin dann auf diesen Touren. Und ihr seht es schon, die Front, die gibt es auch anders. Ich habe die hier gewählt, die kommt im Mission E dann am nächsten. Da muss es jetzt nicht die Zusatzoption gewesen sein. Und Dinge wie zum Beispiel auch die elektrische Tankklappe, vor die Uwe natürlich gewarnt hat, weil sie unzuverlässig ist. Ich wollte sie haben. Das war im Porsche, im Porsche-Universum war es echt ein Schnapper, dieser Aufpreis, den man bezahlen muss. Aber das war mir wichtig. Ansonsten die Front, ihr seht das schon, die ist recht glatt. Das war beim ID.3 nicht der Fall. Das heißt, die fliegen nicht hier sammeln auf der Tour. Die gehen hier tatsächlich leichter weg als beim ID.3. Und das ist ein kleiner Vorteil auf jeden Fall. Ja, kommen wir mal zu den Erfahrungen auf der Strecke. Ich bin mit dem Taycan jetzt 12.000 Kilometer unterwegs. Und eines der Hauptgründe für den Taycan war die 800 Volt Technologie und die schnelle Ladegeschwindigkeit im Verbund damit. Denn, sagen wir mal ehrlich, die WLTP-Reichweite von über 430 Kilometer, die erreiche ich natürlich nicht. Ich habe jetzt bei 12.000 Kilometer eine durchschnittliche Geschwindigkeit von 75 km/h. Jetzt sagt ihr alle, oh, ist ja nicht viel. Aber Leute, da sind Stadtfahrten, Autobahnfahrten und natürlich Landstraße und Stau und weiter alles mit drin. Also 75 km/h auf 12.000 ist schon einiges. Und ich muss euch sagen, so ein Ladestopp, der wird inzwischen echt zum Stress. Nicht ein einziges Mal habe ich es geschafft, dass das Auto langsamer war als ich. Also sprich, ich fahre an die Ladesäule ran, stecke ihn ein, Plug and Charge, funktioniert ja beim Taycan, gerade mit der Ionity. Und ich zahle 35 Cent bei Ionity mit dem Porsche Charging Tarif. Und dementsprechend brauche ich 10 Minuten und dann geht es weiter. Das waren mit dem ID.3 ganz andere Zeiten. Und da gewinnt er auf jeden Fall. Und noch ein Punkt zum Thema Gewinn. Sagen wir mal ehrlich, ein ID.3 fährt 160. Ich fahre hier mit locker auch mal 230. Denn dafür ist so ein Porsche gebaut. Er ist nicht gebaut, dass ich mit 110 Litern am LKW lang fahre. Und deswegen ist es einfach so. Ich muss einmal laden auf dem Weg von Bremen nach Berlin oder zurück. Und da hilft mir eine Ladegeschwindigkeit von über 260 kW. Ordentlich weiter. Action. Ja, knülle warm draußen. Und wir haben jetzt mal gesagt, wir setzen uns ins Auto, weil hier gibt es ja auch noch ein bisschen was zu berichten. Unter anderem, warum ich das so ausgestattet habe, wie es ihr seht. Die weißen Einleger, die habe ich ja schon erwähnt, sollte zur Außenfarbe passen. Und dann ist ein großes Thema, da sagt auch der Owe, Mensch, da ist er nicht falsch entschieden. Und zwar, wenn man mal eben hier oben drauf guckt, dann seht ihr nichts. Also eine sehr cleane i-Tafel hier in diesem Falle. Ich habe nicht das Chrono-Paket. Das Chrono-Paket hätte da eine Uhr gehabt. Und inzwischen weiß ich, warum der Owe das gesagt hat. Das Chrono-Paket hätte nämlich hier einen Drehschalter gehabt, mit dem ich zwischen den einzelnen Normal, Sport, Sport Plus und so weiter rumdrehen kann. Aber der RWD, der hat kein Sport Plus. Also zwischen Range, Normal und Sport hätte ich hier immer drehen können. Und ich bin wirklich, also wie oft ich das
mache, wie ich wechsle zwischen Range, normal und Sport, tatsächlich echt häufig. Hätte ich vorher nie gedacht, deswegen hatte ich mich dagegen entschieden. Uwe, du hattest recht, man lernt ja draus, ne? Der erste Porsche ist zum Üben, so. Ist euch was aufgefallen? Da hinten gibt es optional auch in einem Porsche Taycan die Wahl eines zusätzlichen Displays. Habe ich mich dagegen entschieden, weil mein häufigster Beifahrer ist meine Tochter und die braucht dann nicht irgendeinen Bildschirm zu haben. Deswegen habe ich mich dagegen entschlossen. Bin bei Porsche letztes auch mal mit dem Bert zusammengefahren. Da hatte ich diesen Monitor. Muss sagen, war ganz interessant, weil ich kann dann natürlich auch so ein bisschen die Tripdaten gucken. Ich könnte ein Navi-Ziel eingeben, die Musik, ich könnte einen DJ machen und so weiter. Aber wie gesagt, wenn meine Tochter da den DJ macht, dann muss ich Helene Fischer hören. War schon die richtige Entscheidung, das nicht zu nehmen. So, kommen wir mal auf ein paar Themen, die jetzt an diesem Fahrzeug vielleicht nicht ganz so sind, wie ich es gern hätte. Das erste Thema ist meine Sonnenbrille. Die ist immer in diesem Becherhalter, weil da oben ist nichts, wo man eine Sonnenbrille in einem Ablagefach ablegen könnte. Dann habt ihr eben den Schwenk über das Glasdach gesehen. Es gibt eine teure Option bei Porsche, dass man hier so ein bisschen elektrisch das ganze Glasdach dann so ein bisschen zumachen kann, möchte ich fast sagen. Habe ich natürlich nicht gewählt. Es ist getönt, das ist in Ordnung, aber es gibt keine Jalousie oder so. Hat mich bisher tatsächlich noch nicht so sehr gestört, wie ich jetzt vielleicht auch schon gedacht hätte. Aber einige von euch sagen ja auch, ja Mensch, ich hätte sowieso kein Glasdach genommen. Ich bin ein Fan von einem Blechdach. So what? Ein anderes Thema ist tatsächlich die Übersicht und da ist der Taycan tatsächlich, also ja, ich habe zwei Außenspiegel und Innenspiegel, aber das war's schon. Also das Ding ist echt breit, das Ding ist echt lang. Und auch wenn ich über das Display mir hier anzeigen kann, die verschiedenen Kameras und so weiter, es hilft euch nicht wirklich weiter, wenn es dann echt nah am Kannstein wird. Und die Erfahrung musste ich leider schon machen. Das wird teuer. Ein großes Thema hier tatsächlich ist auch noch die Menüführung. Das ist alles schnell und so weiter, wie es sein soll, aber Verschachtelung. Jetzt hat der Steve gerade gefragt, der mein Beifahrer ist, ob ich den Sitz auch einstellen kann hier für den Beifahrer. Ich weiß, dass ich das kann, habe ich nämlich schon mal gemacht, aber bei Fahrzeug ist es nicht. Da stelle ich nämlich hier sowas ein, so Sport, Electric Sport Sound und alles sowas. Vielleicht bei Komfort. Ah, hier, Beifahrersitz, seht ihr? So, aber da kann ich Heizungs- und Luftbalance einstellen. Okay, Beifahrersitz einstellen, da ist es, guck mal. Sie können nun die Position des Beifahrersitzes mit den Tasten am Fahrersitz einstellen. Das heißt, ich könnte ihn jetzt zurückfahren. Aber es ist so tief verschachtelt tatsächlich, dass man manche Sachen sucht. Aber tatsächlich, ich muss ganz ehrlich gestehen, die Suchfunktion hier im Porsche-System, die ist so gut. Bisher habe ich immer alles gefunden. Ups. Wir fahren jetzt mal eine Runde Sportsound an. Hat man hier, man hat zwei Schnellwahltasten. Hier einmal und hier oben einmal. Hier habe ich den Sportsound drauf programmiert und hier oben habe ich dann meine Kameras drauf programmiert, sodass ich mal eben schnell gucken kann, dass ich mal wieder einen Kannstein erwischen darf oder so. Egal, wir fahren jetzt erstmal eine Runde. Ist der Sportsound GEMA geschützt? Ja, grundsätzlich ist der Sportsound GEMA geschützt, natürlich. Keine Ahnung, Alter. Ich fahre übrigens inzwischen in der Stadt ganz gerne mit dem Sportsound. Irgendwie, weil hat was. Mag den ganz gerne. Außerdem hören mich irgendwelche Leute und diese brandgefährlichen Elektroautos werden ja gerne mal überhört. Also das innen wie außen. Außen auch. Genau. Also ist nicht so wie beim Bravo Smart zum Beispiel oder so, dass du nur innen dann einen Sound hörst, du hörst ihn draußen auch tatsächlich.
So, ich habe mir gedacht, wir fahren jetzt mal eben auf die Autobahn und dann erzähle ich euch noch was zum Porsche InnoDrive. Ist nicht alles Gold, was glänzt. Ah, Grünfall. Ei, Polizia. Ei, ei, ei. Das ist übrigens als Taika-Fahrer das Geilste. Das Auto, das legst du einfach auf Knopfdruck tiefer, so rum. Und keiner kann was sagen. So, grundsätzlich ist die Bedienung des InnoDrives bzw. alles, was Limiter natürlich und der Porsche InnoDrive ist im Prinzip ein Abstandsregeltempomat mit Lenkunterstützung, so. Und das Problem ist, du machst da alles über den Hebel, das ist völlig okay. Aber zum Beispiel jetzt, ich bin im Limiter-Modus. So. Jetzt muss ich unten einmal drücken, muss dann hier mit dem Rad auf der rechten Seite auf InnoDrive gehen und dann bin ich erst drin. Ne? Ist auch völlig okay. Und was ich euch eigentlich sagen möchte, ist das Thema, das Ding meckert so früh. Also ich muss jetzt schon immer korrigieren. Und er fährt auch nicht wirklich gerade. Also er zieht jetzt wieder gerade ein bisschen mehr rechts rüber. Jetzt korrigiert er, fährt ein bisschen nach links. Weiß ich auch nicht. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, das Travel-System von VW ist da deutlich besser gewesen. Also ich kann das bestätigen. Also der geht hier gerade immer so ein bisschen rechts und links. Ich muss es wirklich immer. Also, ja, er unterstützt dich beim Fahren und du kannst dann locker, wenn du auf der Autobahn fährst, also den hier, dann geht das gut. Also ich fahre meistens so, dass ich irgendwie so irgendwie locker eine Hand am warum piepst dein hier auf einmal? Also locker eine Hand am Lenkrad habe, das passt ganz gut. Das war mein CB-Funk. Ach so, okay. Aber mal eben so zu machen oder was weiß ich, im Navi zu gucken, ob es da was weiß ich, einen Stau gibt, Umfahrung gibt und so weiter, du kannst dich da nicht so wirklich. Hier, siehst du das gerade? Jetzt hat er so gerade. Die Straßenmarkierung verloren. Jetzt hat er sie wieder gerade. Aber da ist. So, und jetzt zieht er. Hast du gemerkt? Oh, sehr ruckartig. Ja. Siehst du, wie der pendelt? Ja. Du, ich merke. Also, Leute, ich merke es. Als Beifahrer geht es hier immer rechts, links, rechts, links. Und jetzt sagt er natürlich, ja, hat einen Händler ans Lenkrad, ne? Ja. Also, da muss ich ehrlich sagen: Porsche, auch wenn das Porsche ungern hört, gehört irgendwo zum Volkswagen-Konzern. Das ist ein großer Konzern, da sind noch viele andere Marken drin, Lamborghini, Audi etc. Aber wenn da jemand ist wie VW mit einem Travel Assist, das Ding ist so genial gut, dann frage ich mich, warum kann man da nicht mal eben über seinen Schatten springen und sagen, hey, da hat VW vielleicht einen guten Job gemacht, vielleicht können wir das Ding ja übernehmen und das hilft auch einem Porsche-Fahrer. Also dieses InnoDrive muss ich ganz ehrlich sagen, es ist okay, dass ich es habe. Ich würde es auch wieder bestellen, einfach weil es schon eine Erleichterung ist gegenüber nur einem normalen System, was Abstand hält. Aber es ist das Geld im Prinzip nicht wert, wenn du weißt, was ein Travel Assist kann. Ist so. Wir haben hier gerade sehr starkes Gegenlicht. Sprich die Sonne, wir fahren der Sonne entgegen. Und da merke ich oft, dass die Schildererkennung bei dem Fahrzeug dann nicht mehr ganz so akkurat ist. Ja? Also der hat jetzt zum Beispiel jetzt erkennt er die 70 wieder. Eben war er noch irgendwie bei 40 oder so, weil es dann eine Abfahrt gab mit 40 km/h. Und er hat tatsächlich manchmal noch alte Daten drin. Das merkt man dann, wenn er plötzlich mitten auf der Autobahn den Anker wirft, weil er denkt, da ist noch eine Baustelle, die es seit Ewigkeit nicht mehr gibt und die Straße längst freigegeben ist. Ja. Besonders ärgerlich, musst du ein bisschen aufpassen, weil wenn hinter dir einer fährt und du dampfst da lang mit gefühlten 180 oder so und der schmeißt plötzlich einen Anker, dann ist das nicht immer schön. Ja. Hier ist so ein Bumper. Ich liebe diese Taste hier unten. Da legt er die Karre mal eben ein bisschen höher und ich muss hier keine Angst haben, dass ich in irgendeiner Form gleich mir irgendwas abreiße. Nutze ich auch verdammt häufig und jetzt fragt er, möchtest du diese Smart Lift Position speichern? Natürlich speichere ich die, weil wenn ich nochmal hier zum Flughafen komme, dann erinnert er mich dann dran, pass mal auf, ich heb mir eben das Auto an, ist besser. Jetzt machen wir wieder tiefer, weil so sieht er aus wie so ein Porsche Country, Taycan Country.
Es gibt ja Leute, die bestellen sich so ein Ding und nennen das Cross-Turismo. Ist ja nichts für mich, ne? Schön herüber. Und wir liften mal wieder. Haben jetzt mal den Sportsound abgeschaltet, um auch zu hören, dass das Auto auch leise kann. Ja, ich fahre auf der Autobahn grundsätzlich eigentlich ohne den Sportsound, gerade auf langer Strecke, schon sehr entspannt. Man muss, glaube ich, nicht viel sagen. Also der hat ja auch die Stoßdämpfer-Einstellung hier, ich kann ihn auf Sport stellen oder wenn ich jetzt zum Beispiel Fahrmodus hier, kann ich über Normalsport und so weiter und kann das Fahrwerk natürlich auch einschalten und kann die Dämpfer auf Normal machen und dann fahre ich natürlich Autobahn gerne auch in Normaleinstellungen und so weiter. Ist super komfortabel, die Sitze sind langstreckentauglich, was willst du mehr? Es ist einfach genau das, was ich erhofft habe, ist ein absolutes Langstreckenfahrzeug, womit du wirklich easy, gemütlich gefühlte 1000 Kilometer auch fahren kannst und, kleiner Spoiler, das werde ich demnächst tun. So, und Fahrwerk 1A. Das liebe ich am meisten an dem Auto. Der hat ein Fahrwerk, ey, den kannst du schön um die Kurve zirkeln. Das macht einfach Spaß. Was ist ein Auto, hör mal? Einmal mit Profis, echt. Ja, Rekuperation hat er auch, hat entweder eine Stufe, dann rekuperiert er in einem normalen Modus, sag ich mal so, nichts Weltbewegendes, man merkt halt, er bremst ab und dann hat er noch den mit dem eingebundenen Radar, das heißt, er guckt vor sich, habe ich etwas, wenn ich nichts vor mir habe, dann segel ich und wenn ich etwas vor mir habe, dann nutze ich die Rekuperation und bremse ab. Ja, nutze ich in der Stadt ganz häufig, auf der Autobahn weniger. Ist gut gelöst, aber man wünscht sich tatsächlich so ein bisschen auch die einstellbare Rekuperation. Hatte ich zwar im ID.3 nicht, finde ich aber zum Beispiel bei den Hyundai-Modellen mit den Pedals und so weiter eigentlich immer ziemlich geil. Also Porsche selber sagt ja, rekuperieren wird überbewertet. Wir wollen dem Piloten sozusagen hier die Macht überlassen, wann er bremst und ihr bremst da. Also das Bremspedal rekuperiert zuerst, bevor dann wirklich dann auch die Bremse greift. Also Notbremsung natürlich oder am Ende eines Anhaltvorgangs direkt vor der Ampel, wenn ihr dann wirklich auf Null geht, dann greift natürlich die Bremsbacken. Aber man merkt es nicht. Ja, nochmal zum Thema Pedals, warum ich das so erwähne. Früher, und das ist gar nicht so lange her, hatte man halt die Möglichkeit, so ein bisschen bei einem Automatik trotzdem mit den Schaltpedals die Schaltvorgänge zu beeinflussen. Gerade Mercedes hat das auch gemacht, daher kenne ich es halt noch sehr, sehr gut, dass man auf einen manuellen Modus gegangen ist und mit den Schaltpedals dementsprechend wirklich die Gänge auch ausfahren konnte, ohne dass er frühzeitig schaltet. Und es hat natürlich irgendwie so ein bisschen was Sportliches gehabt. Und jetzt bei einem Porsche hat man gar nichts mehr und über die Rekuperationspedals könnte man natürlich hier so ein bisschen was wieder machen, dass man eben dann auch sagt, okay, ich fahre jetzt von der Autobahn im Segelmodus runter, gehe auf die volle Rekuperation und wenn ich in die Kurve, in die Abfahrt reingehe, dann merke ich schon, das Auto verzögert schon selber und ja, mal gucken. Porsche lernt ja auch, der Taycan ist der erste voll elektrische von Porsche und dementsprechend bin ich da zuversichtlich, dass die sich da noch was ausdenken. Auch der Sport Akustik Sound ist bei einem i4 M50 oder aber auch bei einem, wo war das andere? Weiß ich jetzt nicht, aber da sind die präsenter vom Sound her. Der Audi e-tron GT, der war lauter. Da hat mein Kumpel Bert ja auch gesagt, Mann, Alter, was hast du denn da gerade in die Garage gefahren? Muss man das haben? Ich glaube schon, wenn man den typischen Porsche-Kunden gewinnen möchte, dann muss man hier so ein bisschen was anbieten. Das schalte ich übrigens gerade wieder auf Limiter um und muss wieder hier unten drücken und da drehen, ne? Aber gut. Um den Porsche Fahrer, der heute noch den 911 fährt, zu überzeugen, in Zukunft vielleicht auch mal ein Elektroauto zu fahren. Ja, Kinders, auch ein Rücken kann er zücken und diese Backen, die sind noch
Ist doch geil, oder? Also allein sowas, ich finde es einfach geil. Sorry. Und das ist für mich, mein Ding, nennt es Autoporn oder was weiß ich, ey, das macht Spaß. Kleines Fazit mal eben von dem Auto. Ich habe nichts falsch gemacht. Dass jetzt hier nur Taycan steht und nicht Taycan Turbo, Taycan GTS oder so weiter, so what, ja. Aber ich fahre jetzt aktuell mit einem Durchschnittsverbrauch von 23,3 Kilowattstunden auf 100 Kilometer und ich weiß aus dem Forum, das schafft auch ein GTS, das schafft auch ein Turbo und so weiter und die haben teilweise weniger, teilweise auf gleichem Level die Durchschnittsgeschwindigkeiten, aber da muss man eben sagen, da kostet das Auto nochmal eben 30.000 bis 50.000 Euro mindestens mehr und da bin ich doch ganz zufrieden. Für die, die es interessiert, ich zahle tatsächlich im Monat aktuell für das Auto weniger als für meinen ID.3 an Rate. Der ist finanziert, nicht geleast und liege hier bei unter 400 Euro. So, haben wir das auch schon mal. Anzahlung könnt ihr euch dementsprechend ausrechnen, da möchte ich jetzt nicht drauf eingehen. Ja, so ein paar Dinge sind dann doch schon, ich sag mal, kritikwürdig, um es mal vorsichtig auszudrücken. Aber in Gänze, denke ich, habe ich mich grundsätzlich richtig entschieden mit den Sachen, die ich ausgestattet habe. Ja? Ich wollte euch das nur mal eben so zeigen, weil viele gefragt haben. Und das Ende vom Lied ist, ja, heute würde ich vielleicht das eine Kreuz weniger machen, das eine Kreuz mehr. Aber man lernt ja auch dazu. In diesem Sinne, freut euch. Und wer beim eCannonball dabei ist übrigens, der kann das Auto sich dann auch live angucken. Oder aber eine Woche später in Hamm, da werde ich auch sein, da werde ich den Wagen auch dabei haben. Und dann hoffe ich, euch dort zu treffen. Wir können ein bisschen schnacken, ich kann ein bisschen was über meine Erfahrungen berichten. Und in diesem Sinne, danke fürs Zuschauen, danke Steve fürs in der Sonne braten. Und wir gehen jetzt rein und trinken kühles Blondes. Ciao.